Entschuldigung? Ja? Kannst du mir vielleicht mit den Waschmaschinen helfen? Na klar, kein Problem. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Das geht vielen so. So, dann gehen wir zuerst mal zur Waschmaschine. Okay. Genau. Du schmeißt einfach deine Wäsche rein, das ist kein Problem. Und bei Handtüchern zum Beispiel stellst du hier am Rad ein, was für ein Programm du möchtest. Zum Beispiel für die Handtücher würde ich sagen maximal 60 Grad. Und ja, dann hast du das eingestellt, da hast deine Wäsche drin und dann gehen wir direkt zur Zentralsteuerung. Falls du noch andere Fragen hast, was für eine Temperatur du einstellen möchtest, kannst du dort oben an der Tafel sehen. Ah, verstehe. Gut, aber dann lass uns doch rübergehen. Genau. Ja, das hier ist die Zentralsteuerung. Aha. Eigentlich ganz einfach. Du hast jetzt zum Beispiel dir die 3 ausgesucht. Ja. Das heißt, du drückst hier auf die 3 und dann wird dir auf diesem Display angezeigt, wie viel Geld du zahlen möchtest oder musst. Mhm. Das sind also 4,20 und das Geld wirfst du einfach hier rein und wählst danach nochmal die 3 aus. Ich habe leider nur gerade einen 5-Euro-Schein dabei. Ah, mit Scheingeld kannst du leider nicht zahlen. Eine Sekunde. 4,20 Euro waren das, ne? 4,20, genau. Und dann drückst du nochmal auf die 3. So, und jetzt sagt dir die Maschine, dass du bezahlt hast und dass du dir dein Pulver besorgen kannst. Und da musst du einfach auf den Knopf drücken und bekommst dein Waschpulver. Super. Gut, damit gehen wir wieder zurück zur Maschine. Ja, das Waschpulver, falls du kein eigenes mitgebracht hast, füllst du dann hier ein. Hier links für die Vorwäsche, rechts für die Hauptwäsche. Mhm. Falls du keine Vorwäsche eingestellt hast, brauchst du natürlich nichts einzufüllen. Okay. Falls du Weichspüler hast, kommt der hier hinten links rein. Falls du Flüssigwaschmittel hast, kommt das hier hinten rechts rein. Okay. Und ja, dann füllst du das Ganze einfach ein. Okay. Wundervoll. Gut. Jetzt musst du nur noch die Maschine zumachen, nachdem du alles reingeschmissen hast. Und dann einfach drehen. Einfach drehen, genau. Und dann drücken wir einfach auf Start. Hier? Mhm. Ah. So, hier steht nochmal, wie lange das Ganze dauert. 40 Minuten. Und was machen wir da jetzt? Döner holen.